Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witness. Wir haben in der letzten Folge diese Tür endlich offen gekriegt, nachdem wir ziemliche Probleme hier hatten mit den grünen und gelben Schläuchen und so. Und ach ja, wisst ihr schon alle Bescheid. Und wir sind jetzt endlich hier durch und haben so das letzte Rätsel, glaube ich, für diese kleine Insel, bevor wir darüber können in die Wildnis bzw. in die Sahara irgendwie. Ja, schauen wir uns das mal an. Mal gucken, was wir hier zu lösen haben. Wieder ein paar Rätsel. Natürlich, ne, ist ein Rätselspiel. Deswegen sind wahrscheinlich auch Rätsel hier drin. Mal gucken, wie das hier so läuft. Okay. Was auch immer hier passieren muss. Ich denke mal, das wird relativ einfach jetzt sein, indem wir so und fertig. Okay, jetzt ist wieder ein gelber Schlauch unterwegs. Naja, okay, guck mal. Mal weiter. Okay, wir müssen da lang. Dann gehen wir so und so. Okay, das ist auf jeden Fall noch relativ einfach. Das kriegen wir definitiv hin. Hier nochmal das Ding. Das dürfte vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger jetzt werden. Wo ist das Ende? Da ist das Ende. Alles klar. Da dürfen wir nicht anfangen. Wir müssen hier anfangen. So. Nee. Dann erst so. Dann hätten wir hier auch die Lösung gekriegt. So, was passiert jetzt? Nichts. Alles klar. Dann machen wir erstmal das hier noch. Ich frage mich echt, was... Okay, das kann doch nicht jetzt so einfach sein, oder? Dachte ich mir schon. Hä? Also sehe ich was ihr nicht seht und das ist grün oder so? Oder verstehe ich gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Und davon ziemlich viel jetzt gerade. Verpasse ich gerade irgendwas? Mal ganz im Ernst jetzt hier. Ich verpasse doch hier gerade was. Stopp mal. Okay. Ich verpasse doch irgendwas. Ich nehme jetzt einfach mal alles hier so gut es geht mit. Lol. Okay. Dann hier mal durch. Da mal runter. Es müssen ja irgendwie unsichtbare Plättchen oder sowas sein, die ich jetzt gerade nicht verwenden kann. Anders kann ich mir das gerade gar nicht vorstellen, warum das jetzt hier nicht funktionieren sollte. Lol. Ich bin hochgradig verwirrt gerade. Aber wirklich hochgradig verwirrt. Hallo, helft mir mal. Okay, das haben wir gelöst. Das hat eine Verbindung zu dem. Hat es denn irgendwelche Ähnlichkeiten zu dem? Ja, hat es, glaube ich, tatsächlich. Das ist nur das umgekehrte Ding. Das heißt, wir müssen den Weg genauso finden wie das andere, denke ich. So, wir sind hochgegangen, komplett wieder runter. Okay, das machen wir mal. Also, wir sind hochgegangen. Komplett wieder runter. Hier durch. Und jetzt bin ich wieder schon hochgradig verwirrt. So. Passt das so ungefähr? Wir sind hochgegangen. Da komplett wieder runter. Nach links. Zu dieser Schnittstelle, dann nach rechts, dann okay. So, hier hoch, hier runter, so. Dann nach rechts. Hier und hier. Das ist nicht deren Ernst, oder? Das ist nicht deren Ernst, okay.
Sind hier wieder... Ja, das sieht wieder gleich aus. Das heißt, hier wird wahrscheinlich das gleiche Spielchen nochmal sein. Also hoch. Die komplette Dings da machen. Okay. Also hoch. Die komplette Umrandung runter. Und dann wieder die komplette Umrandung. Also hoch. Die komplette Umrandung. So. So runter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, nee, nee. Hoch, die komplette Umrandung bis zu diesem Punkt wieder. Und dann... Alter. Dann wieder zurück. Runter. Okay, dann müssen wir nochmal schauen. Alter. Ich kann mir das echt nicht merken, ne? Ich kann mir das wirklich nicht merken. Aber es dürfte jetzt eigentlich funktionieren. So. Nee. Alter. Hoch, runter. Okay, das kriegen wir hin. Wie ich mir das nicht merken kann, das kann doch nicht wahr sein. So. Mitte, da, okay. So, 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 so. Boah, die wollen mich doch wirklich trollen, ne? Und hier bin ich. Das ist jetzt aber ein anderes, ne? Nee, ist genau das gleiche. Runter, komplett hoch. Okay. Dann muss ich aber mit dem... Wie fangen die denn an? Da fängt es links an, da fängt es rechts an. Das heißt, ich muss mit dem rechten hier anfangen. Genau. Okay. Rechte und dann wahrscheinlich hoch, ne? Rechte und dann runter, okay. Okay, mit dem rechten anfangen. So. 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 In der Mitte wieder hoch zu dem anderen Mitte. Okay. So. 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 Nein! Ach, kann nicht wahr sein. Jetzt ist es komplett aus. Nein, oder? Warum? Warum ist das jetzt aus? Boah. Muss ich das jetzt wieder lösen hier? Damit es wieder angeht, oder was? Alter, das ist nicht deren Ernst. Ich darf mir also keinen Fehler erlauben. Komplett runter, komplett hoch. Also, wo habe ich denn den Fehler gemacht? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wo ich den Fehler gemacht habe. Aber egal, so. So. Komplett runter. So. Ist das so richtig? Ja, und dann wieder komplett runter und dann... Ach nee, klar, es muss... Ich muss hochgehen. Okay. Ich muss hochgehen. So. 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 Und so. Ja, Mann. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich das einfachste Rätsel der ganzen Geschichte sein. Machen wir zack, zack, zack. Und bam. What the fuck? Was passiert da? Was passiert da? Der schießt bestimmt jetzt gleich irgendwas, oder? Okay. Hallo? Hallo? Okay, es passiert gar nichts mehr. Hm, naja. Doch. Das schießt da hinten hin zu dem Berg.
Soll uns das irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir egal. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich denke mal, dass wir hier komplett abgeschlossen haben. Wir haben jetzt diesen Photonenstrahl irgendwie aktiviert. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach mal hier weitermachen, falls wir hier weiterkommen. Das ist halt die Frage. Vielleicht müssen wir tatsächlich zu diesem Photonenstrahl runter. Hallo? Ich habe keinen Plan. Ach, und hier war da, glaube ich, das Rätsel, was ich irgendwie gar nicht gereilt habe, ne? Ich denke mal, das war hier. Mit dem komischen Ding. Ach, du Schande. Vielleicht sollten wir vielleicht doch mal erst hier hingehen und dann gucken, was hier so abgeht. Ich meine, das wird ja nicht alles gewesen sein. Oder es zeigt uns schon die Richtung, okay, Junge, du musst dem Photonenstrahl folgen und dahin rennen. Aber das mache ich jetzt nicht in dieser Folge. Weil das ist ziemlich weit, glaube ich. Habe ich so zumindest das Gefühl. Oh, hier geht's runter. Hallo? Okay, ich denke, wir müssen erstmal das Rätsel da oben lösen, damit wir da irgendwie runterkommen. Tja, das wird dann, glaube ich, nichts mehr, ey. Das wird gar nichts mehr, glaube ich. So, jetzt haben wir erstmal dieses Rätsel hier. Das ist an, das Ding ist an und das Ding ist aus. Okay, wir müssen die wahrscheinlich alle irgendwie aktivieren, damit irgendwas passiert. Aber jetzt sind wir wieder an dem Rätsel angekommen, was ich gar nicht raffe. Es muss ja eigentlich... So, machen wir mal ganz, ganz stumpf. Machen wir mal einfach so. Probieren wir mal alles aus. Vielleicht wird das ja was. Aber ich glaube eigentlich fast nicht. So. Das ist auch nichts. Ja, ich glaube, hier werde ich schon ewig hängen, bis ich das mal raffe. Wir müssen dann wahrscheinlich irgendwas mitnehmen, was ich jetzt gar nicht sehe und so. Und dann... Ach, es ist doch... Das ist doch... Wer soll denn das lösen, ganz ehrlich? Wer soll das lösen? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld, ey? So, jetzt. Das kann doch kein Mensch lösen. Ich sehe da auch kein wirkliches System hinter, ne? Das ist halt so das Ding. Ich probiere jetzt alles mal aus, aber selbst wenn ich es gelöst kriege, wüsste ich nie, warum. Wirklich nie, warum. Nee, das ist mir, glaube ich, gerade echt zu heftig. Da muss ich nochmal schauen. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal weiter, lassen diese komische Ruine hier unberührt. Und versuchen mal die nächsten Rätsel irgendwie zu lösen, weil das ist dann wirklich zu abstrakt mir gerade. Also das raff ich gar nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwann später hin. Okay. Sieht schön aus hier. Gefällt mir. Hübsch hier. Hallöchen. Ach, guck mal. Da ist so eine Art, ja, so ein Bahnschienen. Was haben wir hier? Da können wir noch nichts machen. Okay. Ja, hübsch. Gefällt mir. Wunderschön. So, vielleicht kriegen wir es dann doch gebacken. Wo muss ich hin? So. Gehen wir mal hier runter. Hier werden ja wohl Rätsel sein, die ich lösen kann, oder? Es kann ja nicht angehen, dass ich so dumm bin, dass da gar nichts geht. Oh. Ja, durch die Tür komme ich auch nicht. Hm. Ja, schön. Alter. Das ist doch alles, das wird doch alles nichts hier. Das sehe ich doch jetzt schon. Das ist dann auch wirklich so eine Art Steinbruch. So, da sehe ich, glaube ich, so einen Monitor, wo man was machen kann. Ja, hier können wir schon... Alter. Okay. Da sehe ich doch jetzt schon, dass das gar nichts wird. Alter. Hm. So.
So, nee, das wird so nicht funktionieren. So wird es auch nicht funktionieren. Ah. Kann ich hier irgendwo durch? Nee, kann ich nicht. Es muss also irgendwie... Okay, die oberen sind richtig. Habe ich das jetzt verstanden? Die oberen sind richtig, nur das ist nicht richtig. Muss ich da wieder was trennen? Nee, das kann ich ja nicht. Ich kann ja eigentlich nur das machen. Oder ich könnte das so machen. Aber dann sind die wieder falsch. Das ist mir gerade wirklich zu abstrakt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das gerade echt wirklich zu abstrakt. So, wenn ich die trenne, dann sind oben und unten. Also muss ich definitiv das Ding mitnehmen. Aber ich kann ja nicht. Ich kann das ja nicht so machen. Und so komme ich nicht da durch. Ich muss ja wieder da unten hinkommen irgendwie. Und was ist, wenn ich einfach jetzt hier so... was war das? Ich steig da nicht durch. Ich bin da ganz ehrlich, ich steig da nicht durch. Ich kann aber auch nicht so machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann so nicht durch. Ich kann aber auch nicht diesen Weg gehen, weil dann blockiere ich ja den Ausgang. Ich muss also direkt hier. Da kann ich nicht lang, da kann ich nicht lang. Da kann ich nicht lang. Ich verstehe auch nicht, was die Symbole bedeuten gerade. Zwei Blöcke. Ich kann ja auch nicht so gehen. Dann so zurück. Eigentlich die Option, die ich gemacht habe, die habe ich schon alle durch. So und so. Hier kann ich nicht hin, hier kann ich nicht hin. Aber dann meckert der. Ich kann jetzt ausprobieren, wie ich will, aber es ist einfach, das ist mir gerade zu heftig. Das ist mir eindeutig zu heftig. Können wir hier irgendwie unten noch hin? Alter. Das, Leute, das wird echten, das wird. Ich habe Respekt vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe wirklich Respekt vor dem Spiel, weil das ist wirklich schwer. Kann ich hier runterspringen oder so? Kann ich nicht, ne? Springen kann ich ja sowieso nicht. Alter. Ja. Ist gut. Macht alles Sinn für mich. Das merke ich schon. Ich denke mal, dass ich jetzt mal hier rübergehe. Auf die andere Seite des Glücks, sozusagen. Ach, hier ist der See. Cool. Sieht schön aus. Ich will hier runter. So. Was ist hier eigentlich rechts? Frage ich mich gerade. Hier ist der See, ne? Kann ich hier im See was machen? Ach, eine Mühle. Cool. Hoffentlich ist das Rätsel einigermaßen vernünftig. Achso, hier oben. Da oben ist auch noch was. Da. Das dürfte relativ einfach gewesen sein. Oh mein Gott, ey. Hier geht's runter. Wir machen erstmal das Ding hier an. Hä? Okay, wir können die Mühle anscheinend anmachen. Und ich kann wahrscheinlich dann hier die Richtung gehen, dann geht das andere an. Das andere aus. Okay, dann hatten wir das Spielchen schon mal. Geh mal hier mal runter. Ich
Bin gespannt, was hier so geht. Alter, ist das dunkel. Habe ich eine Taschenlampe? Unfassbar. Ganz schön dunkel hier. Wo sind wir? Okay. Ich weiß nicht, ob das hier so geil ist. Hier ist noch ein Rätsel. Ja, nee, ist klar. Wobei das relativ einfach ist. Wir müssen ja einfach nur die hier ausgrenzen. Und dann sind wir durch. Ach du Scheiße. Okay, Freunde, ich würde sagen, diese Rätsel in dieser Höhle unter der Mühle machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an die Bewertung, denkt an das Abo, falls ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.